Hallo und herzlich willkommen zum Video Freude auf Volkswagen bei den Golden Oldies. Wir sind heute zum Fotoshooting hier unterhalb von der Burg Kleiberg mit verschiedenen Fahrzeugen angereist. In unserem hellblau-weißen Bus fuhren zum Beispiel Markus, Andy, Alex, Jule, Tobi, Lissy, Finn, Paula, Jana, die schöne Diana, Biggie die Influencerin mit. Gefahren hat uns netterweise der Rainer. Wir hatten alle viel Platz für uns und natürlich auch unser Gepäck. In unserem rot-weißen Bus, da fuhren unsere Models Mailin, Fabiola, Amelie mit und auch unsere Skaterinnen Tamara und Jessie, ebenso Opa Waldemar und natürlich auch unsere beiden Freunde Benny und Basti. Waldi, der Dackel von Opa Waldemar, war natürlich auch mit im Bus dabei. Im Käfer von Lenny fuhren Prinz Fritz von Kleiberg und Prinzessin Friederike von Kleiberg mit. Darauf hatte sich Jule schon den ganzen Tag gefreut, endlich mal das Prinzenpaar kennenlernen zu dürfen. Und dann auch noch vor Burg Kleiberg. Der Käfer vor Burg Kleiberg, das war Nostalgie pur. Das war so ein richtig schöner Anblick mit ganz viel Erinnerung an früher. Der Club hat in seinem Logo auch einen VW-Käfer. Der Käfer präsentiert sich schön vor Burg Kleiberg und wir haben den Käfer als Polizei natürlich früher in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren bis heute auch immer wieder mal kontrolliert, ob das Fahrzeug und der Fahrer sicher unterwegs waren. Heutzutage sieht das auf Farbfotos so aus, wie wir euch das hier gerade zeigen. Doch früher in den 40er oder 50er Jahren, da gab es noch keine Farbfotos in diesem Sinne und so waren die Fotos meistens schwarz-weiß. Dementsprechend könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie das damals aussah, wenn wir den Käfer kontrolliert haben. Wir haben euch jetzt mal hier im Anschluss ein Foto von dem Käfer in der bunten Version von einem Foto gezeigt und natürlich auch noch in Schwarz-Weiß. Und ihr könnt sehen, der Käfer ist aus diesen Jahren ist unser Opa Waldemar mit seinem Dackel Waldi. Ja, ich habe in den 60er Jahren meinen Führerschein gemacht. Und zur damaligen Zeit fuhren noch nicht so viele Autos auf den Straßen wie heute. Aber etwas fuhr schon damals wie heute auf den Straßen, nämlich der Käfer. Und auf einem Käfer habe ich, wie gesagt, meinen Führerschein gemacht. Und zur damaligen Zeit war es Mode, dass auf der Beifahrerseite oder hinten auf der Hutablage ein Wackeldackel vor sich hin wackelte. Und deshalb habe ich mir im richtigen Leben auch einen Dackel angeschafft und bin damit sehr zufrieden. Und zu meiner Zeit gab es nur Schwarz-Weiß-Fotos, sodass ihr euch vorstellen könnt, wie das mit dem Käfer vor Burg Kleiberg aussah. Ja, und damit kommen wir zur Vorstellung des Oldtimers VW Käfer oder im Englischen auch als Beetle bezeichnet. Jule hat sich schon zum Fotoshooting bei Volkmar eingefunden. Ja, Jule, dann erzähl uns doch mal was über den VW Käfer oder auch im Englischen den Beetle. Ja, der VW Käfer ist einer der beliebtesten Oldtimer in Deutschland. Er wurde von 1938 bis ins Jahr 2003 in unterschiedlichen Werken auf unterschiedlichen Kontinenten in der Welt gebaut. Lange Jahre war der Käfer mit ca. 21,5 Millionen Fahrzeugen das meistverkaufte Automobil der Welt. Der hier vorgestellte Käfer hat einen Vierzylinder-Boxermotor im Heck, hat Hinterradantrieb und 34 PS. Seine Höchstgeschwindigkeit betrug 112 km/h. Und gerade hier vor der Burg Kleiberg macht der Käfer eine so richtig gute Figur mit seinen wunderschönen runden Formen und mit seinem schönen Detail, dem Klappdach.
Prima, und dann können wir noch den VW-Bus T1 vorstellen. Ja, der VW-Bus hat einen Vierzylinder-Boxermotor im Heck, hat Hinterradantrieb und auch 34 PS wie der Käfer. Seine Höchstgeschwindigkeit betrug 95 km pro Stunde. Wir haben eben den rot-weißen Bus gesehen und hier ist der hellblau-weiße Bus noch auch vor der Burg Kleiberg zu sehen. Der Bus hier hat Chromelemente. Ja, und ich als Fotograf möchte an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass ich in meinem Fotostudio bereits einige Fotos von den Oldtimer-Fahrzeugen gemacht habe, so wie hier bei dem hellblau-weißen Bus. Ich habe den hellblau-weißen Bus aus unterschiedlichen Richtungen und von seinen Seiten fotografiert und präsentiere jetzt den hellblau-weißen Bus in einem kleinen Video. So Leute, dann kommt doch mal alle hier kurz zusammen, während ich hier nochmal den hellblau-weißen Bus zeige. Wie ihr hier schön auf dem Bild sehen könnt, habe ich den hellblau-weißen Bus erst aus der Seitenperspektive fotografiert. Doch danach habe ich noch alle Seiten fotografiert und so seht ihr hier in dem Video, wie der hellblau-weiße Bus insgesamt aussieht. Nach dem hellblau-weißen Bus habe ich den rot-weißen Bus in meinem Studio fotografiert von allen Seiten. Und auch er macht eine unglaublich gute Figur. Selbstverständlich habe ich dann auch noch den Käfer von allen Seiten fotografiert, um seine Schönheit festzuhalten und ihn gebührend zu feiern. Und als nächstes möchte ich euch mal zeigen, wie man Farbänderungen bei Fahrzeugen zum Beispiel in der Fotosoftware GIMP herstellen kann. Zunächst nehmt ihr ein von euch gemachtes Foto mit dem Käfer, am besten vor einem weißen Hintergrund. Dann geht ihr in Farben und Farbgrundsättigung und wählt die Farbe Gelb für den Käfer aus. Wenn ihr dann danach einfach mal den Regler bedient und zwar von der Sättigung und dort von der 0 auf die 100 geht, dann seht ihr schon, wie sich der Käfer in der Farbe noch greller ins Gelb verändert. Wenn ihr dann die Farbtonangabe nach links reduziert in den Minusbereich, dann seht ihr schon, da wird der Käfer orange, er wird rot, er wird pink, er wird violett und er wird blau. Wenn ihr dann anschließend die Farbtonsättigung wieder von 0 in den positiven Bereich in die Richtung 180 schiebt, dann seht ihr, wie die Farbe sich verändert in Limettengrün, Grün, dann Türkis, Hellblau und natürlich bis nachher zum Dunkelblau. Und dann könnt ihr mal ganz einfach euch Bilder nehmen und sehen, wie der Käfer in der Ausgangsfarbe hier in diesem Bereich und in diesem Beispiel mit einem hellen Gelb und wie er dann in einem grellen Gelb, wie er damals bei der Post oder auch bei der Straßenhilfe verwendet wurde, dann so aussieht. Mir persönlich gefällt der Käfer in der Farbe Hellblau sehr, sehr gut. Da sieht er sehr elegant aus. Auch in der Farbe Grün fuhren Käfer früher durch die Straßen und waren in ganz Deutschland und in der Welt unterwegs. Ja, und von der Polizei möchte ich sagen, gab es den Käfer auch früher in ganz weiß oder auch in grün, in dunkelgrün oder auch mal in grün und weiß. Außerdem gab es den Käfer in rot und auch in rot sieht er sehr, sehr elegant und sehr schön aus. Ja, rot, rot wie die Feuerwehr und so gab es auch den Käfer früher als Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Auch den T1 gab es früher als Feuerwehr und als Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach, ebenso als Krankenwagen. Ja, der Käfer als Polizeifahrzeug und als Feuerwehrfahrzeug sorgte früher in den 50er und 60er und 70er Jahren für Sicherheit und Ordnung in Deutschland. Ja, und schon damals arbeiteten Feuerwehr und Polizei sehr gut als Team zusammen, so wie wir heute auch.
Und dabei kam es nicht nur auf das Fahrzeug, sondern vor allen Dingen auch auf uns Menschen an. Ja, danke. Und als Fotograf, Volkmar, habe ich natürlich den Käfer auch mal in einer besonderen Farbe fotografiert. In der Farbe Pink oder auch in Deutsch Rosa. Denn ich finde, auch in der Farbe Rosa wirkt der Käfer sehr, sehr gut. Wow, wow, das ist ja toll. Pink, ich liebe Pink. Wow, das wäre genau das richtige Influencer-Mobil für mich, für die Biggie. Ja, und wir, der Lissitzer-Mobil. Wahnsinn, super. Mir gefällt Pink auch super. Das ist ja ein tolles Fahrzeug. Wow, vielleicht sollten wir mal abstimmen, wem welche Farbe hier am besten gefällt. Biggie, welche Farbe gefällt dir denn am besten? Mir gefällt Pink am besten. Und dir, Lizzy? Mir gefällt auch Pink am besten. Und Tobi, wie sieht's denn mit dir aus? Welche Farbe gefällt dir am besten? Mir gefällt auch Pink am besten, weil's der Lizzy am besten gefällt und der Biggie auch. Und wie ist mit dir, Jesse? Pink, weil ich mich mit Lizzy und Biggie so freue. Und wie ist es mit den anderen? Wer ist noch alles für die Farbe Pink? Oh, ich sehe, dass ja alle die Hände gehoben haben. Alex, komm doch mal her. Das gefällt mir. Schau dir das an. Alle sind für Pink. Sag mal, Alex, können wir da nicht irgendwas machen? Schau dir doch mal diese Begeisterung an hier. Die sind ja völlig aus dem Häuschen. Ja, wir könnten doch eine Auszeichnung ins Leben rufen, so eine Art moderner Golden Oldie. Und dann könnten wir zum Beispiel die Fahrzeuge prämieren, die die Farbe Pink tragen. Wow, das ist ja eine super Idee. Und ich finde das super, wie das hier alles demokratisch abgestimmt wurde. Ja, so machen wir es. Wir machen eine Auszeichnung. Ja, juhu, toll! Ja, prima, das finden wir super! Klasse, super! Yippie, juhu, hurra, klasse, prima! Juhu, die Farbe Pink gewinnt einen Sonderpreis beim Festival Golden Oldies! Yippie! Das ist ja super. Jetzt freuen wir uns alle auf das Fest Golden Oldies, wo es heißt, einfach eine gute Zeit. Wie versprochen bekam der VW Käfer die Auszeichnung moderner Golden Oldie in der Farbe Pink. Und alle haben sich riesig gefreut. Tobi, Lissy, Biggie und die Jessie. Die haben sich in das Auto reingesetzt und haben sich riesig gefreut. Der pinkfarbene Käfer hat somit den Preis verdient gewonnen. Ebenfalls einen Preis moderner Golden Oldie in der Kategorie Familienauto ging an den VW Bus T1. Und zwar in der Farbe Pink natürlich. Das hat allen am besten gefallen und so sieht die Ansicht von allen Seiten auch aus. Tobi, Lissy, Biggie und auch die Jessie haben sich über dieses Fahrzeug und die Auszeichnung riesig gefreut. Herzlichen Glückwunsch! $50.000 beträgt der Auktionsstartpreis für diesen Käfer bei Chanceburg Auctions. $100.000 beträgt der Auktionsstartpreis bei Chanceburg Auctions für den VW Bus T1. Es freut mich riesig, dass ich nicht nur die Fotos gemacht habe für das Magazin Chance Trend, sondern dass ich sogar selbst auf einer Auszeichnung mit dabei war. Super, vielen, vielen Dank! Danke, ja, und ich als euer Schornsteinfeger und Glücksbringer Felix bedanke mich auch ganz recht herzlich bei euch dafür, dass dieses Fotoshooting zum Festival Golden Oldies so schön war. Vielen Dank auch an alle, die hier zuschauen. Ich mag euch. Ciao. Ja, und ich, Chance Hepp, als Regisseur dieses Videos möchte mich natürlich auch bei euch allen riesig bedanken.
Das war ein Top-Job von euch allen hier beim Fotoshooting für das Festival Golden Oldies. Und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr da draußen jetzt dieses Video schaut, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir, die wir hier dieses Video gestaltet haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns sehr. Und hier haben wir noch eine Übersicht für euch. Die Farben und ihre Bedeutung. Außerdem sagen wir Danke an die Darsteller in diesem Video. Danke an Jule und danke an Lenny. Außerdem danke an Felix, Volkmar und Chancehab. Einen tollen Job haben auch Markus, Alex und Andy gemacht. Danke auch an Fritz von Kleiberg und Friederike von Kleiberg, die hier in diesem Video zu sehen waren. Danke auch an die schöne Diana, unsere Influencerin. Und danke auch an Biggie, die Influencerin, sowie Peggy, die Modedame. Danke an unsere Models Mylin, Fabiola und Amelie. Einen tollen Job gemacht haben auch Franz, Sonja, Hauptmeister Roger und Max. Danke an unsere tollen Kids Benny, Basti, Jana und Paula. Und natürlich ein herzliches Dankeschön auch an Tobi, Lissy und den Finn. Tamara, Jesse und der Rainer haben auch einen tollen Job gemacht. Danke! Und natürlich danke an Michaela, an Opa Waldemar und an unseren Dackel Waldi.